Shalom, liebe Freunde, es freut mich, mit euch wieder zu treffen zu dürfen. Ich bin sicher, dass viele sind sehr, sehr beschäftigt, schon ein paar Wochen, speziell diese Woche, nächste Woche, mit der Reinigung von ihren Häusern vor Pessach. Einfach die Chametz zu vernichten und dem Haus soll bereit sein vor Pessach. Aber ich hoffe, man kann eine Stunde Zeit nehmen und etwas zusammen lernen und unsere heiligen Schriften besser zu verstehen zu können. Und was können wir doch von der Geschichte von Pessach lernen für unser Leben heute, April 22. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Geben Sie mir ein Zeichen, ob man kann hören oder sehen. Schreiben Sie das bitte. Und warten wir, bis noch ein paar Leute da reinkommen. Der Herr Zuckerberg soll alle informieren. Und wir werden sofort anfangen. So. Freut mich, euch alle wieder zu sehen zu dürfen. Super, super. Ja, man kann hören, man kann sehen, das ist gut. Warten wir ein bisschen, bis noch ein paar Leute kommen, werden reinkommen. Und wir haben sehr wichtige Sachen heute zu sprechen. Und danach werden wir eine Pause nehmen, bis nach Pessach. Meine Familie braucht meine Hilfe, meine Gemeinde braucht meine Hilfe. Dann werden wir eine Pause machen von 2 Wochen bis Ende April, also Mittwoch Ende April. Und da werden wir wieder zusammentreffen. Let's go. Okay, wir fangen an. Ein Rabbiner sprach zu seiner Gemeinde in der Synagoge. Und er hat sie am Ende von seiner Tour, meine Schabbat, sagte so: Liebe Leute, nächste Woche werden wir sprechen über die größte Sünde für Lügen. Und das besser zu verstehen, ich empfehle euch, vorbereiten Sie die Kapitel 28 in 3. Buch Moses. Und da werden Sie besser verstehen meine Tour nächste Woche. Nächster Schabbat, also Kapitel 28. Nächster Schabbat geht der Rabbiner hoch an die Bühne und fängt da und fragt die Menschen, wer hat Kapitel 28 im 3. Buch Moses vorbereitet? Meisten von den Menschen, können Sie sich vorstellen, haben sie die Finger hoch und sagt, hier, ja. Sagt der Rabbiner, liebe Leute, im 3. Buch Moses gibt nur 27 Kapitel. Also, und jetzt können wir anfangen zu diskutieren über die große Sünde der Lügen. Wir Menschen, gläubige Menschen, wir versuchen immer Wahrheit zu sagen. Ich glaube, die einzige Sünde, die der Tora sagt, du sollst, sagen wir so, Abstand nehmen von dieser Sünde, ist im 2. Buch Moses Kapitel 7, 2. Buch Moses Kapitel 23, Vers 7, schreibt die Tora mit Vavar Sheker Tirchat, du sollst Abstand nehmen von Lügen. Und obwohl wir gläubige Menschen, nicht nur wir versuchen kein Lügen zu erzählen, wir versuchen auch, sagen wir so, auch nicht Taten machen, die ähnlich zu Lügen ist. Also auch zum Beispiel auch Sachen, was ich werde nicht sagen, sind deutliche Lügen, aber vielleicht der Mensch wird anders verstehen. Da versuchen wir das auch nicht zu machen. Und das ist sehr, sehr wichtig, auch für die Erziehung von unseren Kindern, nicht so mit den Augen ein bisschen zumachen. Der Talmud erzählt eine sehr interessante Geschichte über einen Rabbiner, der hatte, vielleicht er war ein guter Rabbiner, aber der hatte kein Glück in seinem Eheleben. Der hatte eine sehr schlechte Frau. Und der Talmud erzählt, dass immer, wenn er wollte, soll sie vorbereiten, sagen wir, Suppe von Linsen, hat sie immer vorbereitet, Suppe von Erbsen zum Beispiel. Und wenn er wollte eine Suppe von Erbsen, dann hat sie
eine Suppe von Linsen vorbereitet. Immer Gegenteil, was ihr Mann wollte. Einmal hat er seinen Sohn an seine Frau, seine Mutter hingeschickt, soll sie bitten, soll sie eine Linsensuppe vorbereiten. Und der junge Kind kommt zurück, nach einer Stunde, zwei Stunden, kommt er zurück mit einer warmen Linsensuppe. Der Papa war überrascht. Also bei ihm war klar, dass immer kommt, er bekommt etwas anders. Hat er gefragt seinen Sohn, wieso hast du das geschafft? Sagt er, ich habe einfach Mama die andere Sorte von Suppe gesagt, soll sie kochen. Weil ich wusste, dass die mehr die Gegenteil machen. Zum Beispiel, sie wollten doch diese Erbsensuppe. Dann habe ich Mama gesagt, soll sie die Linsensuppe vorbereiten. Und dann hat sie die Gegenteil. Und dann hast du bekommen, genau was sie wollten. Und trotzdem erzählt der Talmud, dass sein Vater hat ihm gesagt, du sollst solche Sachen nicht mehr machen. Weil das ist ähnlich wie ein Lügen, egal ob deine Meinung war. Gut. Und wir müssen sehr, sehr aufpassen. Und davor, wenn man liest die Geschichte von dem Auszug aus Ägypten, ja, nächste Woche, am Freitagabend, werden alle gläubigen Juden zum Beispiel zusammensitzen und werden wir feiern den Auszug aus Ägypten. Und wenn man schaut die Geschichte, man sieht, dass unser großer Prophet, Prophet Moses, hat doch benutzt eine Form von, sagen so, sieht so wie ein Lügen oder andere Wörter, eine betrügerische Manipulation. Wenn Moshe kommt zu Paro und sagt ihm, bitte lassen Sie die Juden frei, erzählt er ihm nicht deutlich, was er möchte. Er sagt ihm etwas anders. Was bedeutet? Wenn ich werde euch fragen, was hat Prophet Moshe von Paro gefordert? Ich glaube, jeder eine von euch wird mir sagen, dass er wollte, soll er sie nicht mehr als Sklaven nutzen und einfach sie frei lassen. Aber wenn man schaut in die Heiligen Schriften, Moses hat von Paro nie gefragt, über dem. Er hat ihm nie gesagt, bitte schickst du, lassen Sie frei, meine Brüder, Volk Israel, und wir wollen jetzt nach Land Israel gehen. Sein einziger Wunsch, seine einzige Bitte war, lassen Sie uns 3 Tage in die Wüste hingehen und dorthin eine religiöse Zeremonie feiern oder und dorthin Opfer bringen. Ich glaube, viele von euch sagen, ja, 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 genau. So ist das in den Heiligen Schriften. Er hat ihn nie gefragt, ob er also absolut die Menschen sollen frei. Einfach, er wollte nur 3 Tage. Weil Mose hat ihm erklärt, Ägypten ist ein Ort von Unrein, es viele Götze dienen es dorthin und dorthin können wir keine religiöse Zeremonie machen. Das bedeutet, hier war eine betrügerische Manipulation, weil Paro konnte von dem verstehen, dass nach 3 Tagen werden Volk Israel zurückkommen. Richtig? Und das war nicht ein Spiel oder eine Aussage nur von Moshe. Wenn Gott sprach mit Moshe bei der Busch, Gott sagt ihm sehr deutlich, sammeln Sie bitte die älteren Leute, also die ältere Leute vom Volk Israel, und die ältere Leute, darfst du mitteilen und sagen, die Wahrheit. Was werden wir jetzt machen, wenn Paro wird uns erlauben, dann werden wir Ägypten verlassen und Richtung Israel fahren und wir werden nie zurückkehren. Ja? Also, 2. Buch Moses, Kapitel 3, Vers 16, Gott sagt zu Moshe, sag deutlich die ältere Leute vom Volk Israel, was ist unser Plan? Und danach sagt Gott zu Moshe, Gott selbst sagt zu Moshe weiter, und danach wirst du mit den älteren Leuten vom Volk Israel, gehen sie bitte zu der König, also zum Paro, und sagen sie ihm, dass Gott hat mit euch gesprochen und wir bitten jetzt eine Erlaubnis für eine Reise von 3 Tagen in die Wüste und dorthin werden wir eine religiöse Zeremonie feiern. Das bedeutet, dass Gott kam mit dieser betrügerischen Manipulation. Er kam zu Moshe und sagte ihm,
Wenn du kommst zu Paro, du sagst ihm etwas ganz, ganz anders. Nicht Land Israel, nicht der Berg Sinai, nichts, einfach eine Reiseerlaubnis für 3 Tage. Was wird nach 3 Tagen sein, ist schon Paro Problem. Und ehrlich, so war. Moses kam zu Paro, Kapitel 5, 2. Buch Moses, spricht er zu ihm, Ko amar Hashem Elokei Israel, so Gott hat mit mir gesprochen, Nelchana derech shloshet yamim, bitte geben Sie uns eine Erlaubnis vor 3 Tagen und immer nach jeder Strafe, was Gott gibt an Ägypten, wiederholt Moshe diese Aussage. Lass uns rausgehen und Gott dienen. Bedeutet, was dienen, welche Arbeit? Die Arbeit, was hat er am Anfang Paro informiert? Eine Reise vor 3 Tagen. Okay, am Ende, die haben Ägypten verlassen und Paro hat die Bericht erhalten, dass die kommen nicht mehr zurück. Dann er war unter Schock. Das sehen wir später. Paro war überrascht, dass die kommen nicht zurück. Das bedeutet, du hast doch sie erlaubt. Nur was? Er hat sie erlaubt nur für 3 Tage. Er hat nicht gedacht, dass sie werden nie zurückkommen. Jetzt hat er verstanden, dass die kommen nie zurück, weil er hat nie von Moshe einen anderen Plan gehört. Ja? Und davor wollte er sie zurückhaben. Und jetzt ist die Frage, warum? Warum Gott wollte, dass diese ganze Geschichte soll sein in diese Form? Gott konnte doch Moshe sagen, soll er deutlich zu Paro sagen, dass er muss Volk Israel erlauben, einfach wegzugehen, vor ewig, schlussfertig. Also, Gott hat doch Wunders gebracht. Ja? Also, warum muss man so die Geschichte klein machen, dass immer Moshe wollte nur 3 Tage? Ja? Und ehrlich zu sagen, diese Form von der Aussage aus Ägypten, das hat die Volk Israel, Söhne Israel gebracht, die sollen erschrocken. Sie sollen nicht 100% sicher sein, weil sie wussten, dass sie gehen jetzt raus mit einer falschen Erlaubnis. Ja, also sie verlassen Ägypten mit Erlaubnis vor 3 Tagen und sie wissen, dass sie werden nicht mehr zurückkommen. Und ehrlich, Maimonides schreibt in seine Haggadah schon besser nicht. Viele haben nicht diesen Satz, aber Maimonides schreibt in dem Haggadah, was er hat geschrieben, das Volk Israel hat in Panik Ägypten verlassen. Wir lesen das anders, ein anderer Text bedeutet, weil die haben verstanden, dass sie machen etwas falsch hier. Also, das ist eine kleine Lüge. Und die Frage ist, warum? Was war das Problem, die Wahrheit zu sagen? Sowieso, Gott hat ihn bestraft. Aber man kann ihm deutlich sagen, du musst jetzt alle Menschen verlassen. Ja? Und die Frage ist, warum ist das? Jetzt, bevor wir gehen weiter, das zu erklären, und wir haben sehr schöne 2 Erklärungen zu dem, und die sind beide sind sehr wichtig für unser Leben. Also, was Moshe hat ihm gesagt, es war keine Lügen in die, sagen wir so, in der Form von der Gesetzbuch, was ist ein Lügen? Also, das war keine Lügen. Warum? Weil, also wenn man sagt, hat der Moschee jetzt einen Verstoß gemacht gegen die Tora? Leute, was die Tora sagt, du darfst nicht lügen. Hat Moschee jetzt mit seiner Aussage einen Verstoß gemacht gegen den? Nein. Also wenn man schaut in die Leute, jüdische Gesetzbuch, Moschee hat hier keine Sünde getan, weil Moshe hat kein Lügen, er hat nur gesagt, wir gehen jetzt raus. Er hat nicht versprochen, dass sie werden nie mehr zurückkommen. Ja? Er hat gesagt, wir gehen jetzt 3 Tage raus. Was wird danach sein? Er hat nichts gesprochen, hat nichts gesagt. Paro hat verstanden, dass sie werden zurückkommen. Nummer 2, in einer solchen Situation darf man lügen. Darf man lügen. Also ein Lügner
darfst du ihn besiegen in, mit seinen Waffen. Ja? Also in Sprüche Salomos schreibt König Salomon in Kapitel 24, Vers 6, Betachbulota selecha milchama, dass du musst einen Krieg führen mit verschiedenen Formen. Bedeutet, wenn du kämpfst gegen einen Lügner, dann nutzen sie seine Waffen. Ja? Und Paro war der Erste, also Paro war selbst ein Lügner. Wenn, wieso hat er sie gebracht, die sollen Sklaven sein? Aber manchmal hat er gesagt, ja, kommen sie, helfen sie noch ein bisschen. Und am Ende hat er sie, mussten sie als Sklaven bleiben bei ihm. Ja? Auch Abraham, unsere Großvater Abraham, Yitzhak, sie haben ihre Frauen gezeigt als Schwester, ist einfach Leben zu retten. Ja? So, natürlich darfst du lügnen. Ja? So, die Frage, was habe ich jetzt gerade gefragt? Warum hat Moshe drei Tage gesagt, statt sagen, wir gehen jetzt vor ewig, ist nicht, wie gesagt, ein Problem, Leute, jüdische Gesetzbuch. Nur die Frage ist, warum? Also man konnte ganz normal sagen, und wir wollen jetzt einfach weggehen vor ewig, schlussfertig. Nur was? Gott hat Paro gekannt. Jetzt will ich zwei Erklärungen geben zu dieser Frage. Und beide sind so schön und so wichtig für unser Leben. Paro, von ihm hat man gefordert nur eine Reiseerlaubnis für drei Tage. Warum? Weil von ihm konnte man nicht fordern mehr als dem. Was bedeutet? Der Mensch, Paro, ist eine große König. Eine starke König, ein Mensch, der unter ihm gibt viele Sklaven, viele Soldaten. Bei ihm ist normal, dass er gibt Befehle anderen Menschen. Niemand gibt ihm einen Befehl. So ein solcher Mensch, du kommst nicht in einmal und du sagst, hallo, ich habe eine Befehl von Gott, du musst jetzt Millionen von Menschen, Millionen von Sklaven befreien. Ein Mensch, eine Frau, das System bei ihm, du kannst einen Mensch ändern mit Erziehung, aber das geht sehr, sehr langsam. Du kannst nicht in einmal kommen mit einem Hammer. Auf einen Tisch kannst du mit einem Hammer benutzen. Aber ein Mensch kannst du nur langsam, langsam. Und er muss langsam verstehen. Ja, auch wenn wir wollen eine Diät machen, ja, wir können nicht einmal 20 Kilo verlieren. Das geht langsam. Auch wenn wir nehmen Gewicht. Das auch dauert Zeit. Ja? Also du kannst einen Mensch nicht in einmal ändern. Bevor Gott wusste, sagen wir so, dass wenn er wird Moshe fordern, also wenn Moshe wird von Paro fordern, alle Menschen vor ewig, sollen sie die Erlaubnis bekommen, Ägypten vor ewig zu verlassen zu können, Paro wird nicht geben, das ist unmöglich. Dann vor ihm hat ihm gefordert, bitte nur für drei Tage. Das kann doch Paro erlauben. Jetzt, was wird sein nach die drei Tage, wenn Paro wird einverstanden sein? Also wir wissen, dass am Ende Paro war auch nicht einverstanden vor drei Tagen. Ja, davor hat man ihn bestraft. Die alle sind Strafen und so weiter. Aber wenn am Anfang hätte Paro gesagt, wissen Sie was? Okay, vor drei Tagen erlaube ich euch, dieses Land zu verlassen. So vielleicht hätte man später mit ihm gesprochen, einfach mit einer neuen Bitte, einfach vor ewig. Ja, vielleicht sind sie nach drei Tagen zurückgekommen nach Ägypten und dann nochmal, bitte lassen sie uns. Ja, aber was man sieht, Gott hat von Paro gefordert eine Sache, was Paro kann, Leute, seine Charakter, diese Wunsch erfüllen. Ja, und davor, jetzt können wir auch verstehen, warum Gott hat Ägypten bestraft mit 10 Strafen. Ja, Gott, viele, ich glaube, viele von euch fragen, wenn sowieso am Ende Gott kam mit die 10. Strafe, diese Tod von die allererstgeborenen Kinder, da Gott konnte das am Anfang bringen und die Thema schnell zu erledigen. Ja, warum musste er erst Blut,
Frösche und so weiter. Soll er am Anfang die dezente Strafe geben und schlussfertig. Nur Gott, diese 10 Strafen, es war ein Plan, langsam ihn zu ändern, weil eine Erziehung kannst du nur langsam. Nur was? Zum Schluss, mit Paro, Gott hat das nicht geschafft. Ja? Er wollte das nicht verstehen. Es bedeutet, Gott fordert nicht von Paro eine Sache, was er kann nicht. Sagt der Al-Sheikh, einer von den großen Kommentaren von der Tora. Das bedeutet, wenn Gott fordert von mir etwas, das bedeutet, das ist, Leute, Maß von unseren Kräften. Wenn Gott fordert von dir etwas, das bedeutet, dass Gott hat Vertrauen an sie und er denkt, dass du kannst diese Sache erfüllen. Wenn Gott hätte gedacht, dass du kannst das nicht erfüllen, dann hätte Gott dir diese Situation nicht gebracht. Ja, und wir erleben viele Sachen in unsere Leben, weil wir denken, ja, das ist zu schwer für mich. Jetzt nochmal, ich habe vielmal gesagt, ich weiß nicht, warum Gott hat dir das organisiert. Ich bin nicht Gott Sekretär. Aber wenn Gott hat dir das organisiert, bedeutet, du hast genug Kraft bei sich selbst, das zu besiegen und stark zu stehen. Jetzt die Frage, liegt nur, ob sie werden die Kräfte nutzen, ja oder nicht, oder sie werden in Depression reinkommen. Das ist schon eine Sache, was gehört zu dir, für deine Entscheidung. Aber von Gott hast du genug Kraft. Und das ist genau wie bei Paro. Paro konnte nicht ein Erlaubnis geben, einfach vor ewig. Also, dass die Volk Israel soll vor ewig Ägypten verlassen. Davor Gott hat von ihm das nicht gefordert. Nur 3 Tage. Und das konnte der Paro. Zum Schluss wissen wir, dass Paro wollte das nicht auch machen. Aber, ich glaube, das ist noch mehr. Ich glaube, Gott wollte da etwas mehr. Gott wollte uns eine Botschaft für unser Leben geben. Das habe ich von meinem Rabbi, Rabbiner Schneerson, gehört. Das Ägypten zu verlassen, kann man nur mit Flucht. Hören Sie gut. Ägypten zu verlassen, kann man nur durch eine Flucht, weil Ägypten ist nicht nur die Ägypten, was unsere Großeltern haben erlebt vor mehr als 3000 Jahren. Jeder Mensch hat seine eigene Ägypten. Jeder Mensch ist eine Sklave bei sich selbst. Und die Menschen müssen sich von uns selbst stehlen. Verstehen Sie, was ich sage? Hören Sie gut den Satz. Der Mensch muss sich von sich selbst stöhlen. Gott will dir da sagen, du kannst nicht, ist unmöglich, dass du sollst erwarten, dass deine Körper, deine Seele wird einverstanden mit dem Auszug aus Ägypten. Du sollst nie warten vor eine Harmonie, weil eine Änderung wird nie sein durch eine Harmonie. Jede Entscheidung, wenn du nimmst für eine Änderung in deinem geistlichen Leben, das muss sein in einer Form von einem Riss, dass du sagst, ich höre nur eine Seite und ich lehne ab alle anderen Seiten. Was ich meine, wir Menschen, Männer und Frauen, jeder Mensch ist sehr komplex. Ja? Wir haben so bei jeder Mensch und Frau 2 Königinnen. Wir haben Moschee und Paro. Moschee möchte, sollen wir gute Menschen sein, Gott folgen. Und Paro möchte, sollen wir schlechte Sachen machen. Und so wird das ewig bleiben. Dieser Streit bei 99,9% von den Menschen, sollen sie wissen. Dieser Streit, dieser Kampf zwischen die gute Seite und die schlechte Seite, wird ihnen begleiten bis ihre letzte Tag. Es gibt eine sehr, der erste Buch, Tanja sagt, es gibt nur eine kleine Menge von Menschen,
die können diese Seite der Power vernichten. Bei jeder normale Mensch, bei mir auch, dieser Streit wird immer dir begleiten. Und du musst immer kämpfen und nur Moshe folgen, nur die gute Seite und nicht hören, was Paro sagt. Und davor, wenn sie möchten, Ägypten verlassen, wenn du hast verstanden, deine schlechte Zustand, und sie möchten Ägypten verlassen, du kannst nie warten vor eine Harmonie und eine Verständnis von der Paro, weil Paro ist nicht bereit, er möchte, sollst du in Ägypten bleiben. Was Gott fordert von dir, du sollst eine Entscheidung nehmen und einfach eine Flucht machen und sagen, ich gehe jetzt nur für 3 Tage. Vor ewig Ägypten zu verlassen, du bist noch nicht in diesem geistlichen Zustand, das zu sagen. Du bist, der Paro ist überhaupt noch nicht einverstanden mit dem. Wie kannst du sagen, ich gehe jetzt vor ewig? Ich höre dir nicht. Du hast noch einen Kampf mit ihm die ganze Zeit. Aber du musst genug Kräfte sammeln und folge nur die gute Stimme und nicht dem schlechte Stimme. Zum Beispiel, morgen früh hast du einverstanden. Ja, bei normalen jüdischen religiösen Staat, es gibt eine Synagoge, wo gläubige Menschen treffen vor, also dem Arbeitstag. Die kommen zum Schacharit. Ja, kannst du morgen früh um 6 Uhr aufstehen und eine Seite sagt, ja, wir müssen in die Synagoge gehen. Der andere Seite sagt, auf der Seite, ja, lassen Sie. Schlafen Sie noch eine halbe Stunde, danach gehen Sie direkt zu deinem Arbeitstag. Ja, jetzt, du kannst, wenn du wirst warten, bis du wirst beeinflussen, der Paro, das wird viel Zeit dauern, vielleicht wirst du das auch nicht schaffen. Du musst einfach den Moschee mitnehmen und einfach aufstehen und sagen, ich höre dir nicht, ich gehe jetzt zu der Synagoge oder ich gehe jetzt zu einer anderen gute Sache zu machen. Ja, du musst diese Fähigkeit zu entkommen einfach machen. Und bitte warten Sie nicht, bis der Paro wird einverstanden sein. Einfach nehmen Sie die Entscheidung, weil vor 3 Tagen können Sie eine Entscheidung nehmen. Ja, genau wie bei der Geschichte von Moschee. Vor ewig ist im Moment ein bisschen schwierig. Ich möchte eine Geschichte, eine sehr schöne Geschichte von der Talmud. Weil der Talmud erzählt das. Der Talmud ist in der Talmud geschrieben. Dann darf ich das erzählen, auch wenn das ist keine schöne Geschichte über einen Rabbiner, eine große Rabbiner. Aber wenn der Talmud das geschrieben wird, weil der Talmud möchte, sollen wir von dem etwas lernen. Der Talmud sagt in Takat Kiddushin, es gibt kein Mensch, auch ein Rabbiner und auch ein heiliger Rabbiner, kein Mensch, der kann sagen, ich kann mit einem, sag ich mal so, ein Mensch, der wird sagen, bei mir wird kein Fehler sein mit Frauen. Es gibt kein Mensch, so sagt der Talmud, es gibt kein Mensch, auch ein Rabbiner, der kann sagen, bei mir wird kein Fehler sein mit einer fremden Frau. Ich glaube, Sie verstehen, was ich meine. Der Mensch muss sehr, sehr aufpassen, einfach zu einem schrecklichen Zustand nicht kommen. Weil wenn er wird zu dem schrecklichen Zustand kommen, er wird meistens für die Fälle ein Fehler machen. Davor sagt die Tora, du sollst das nicht machen und da wirst du immer in eine sichere Insel sein. Und der Talmud bringt ein paar Geschichten, also mit Menschen, die, also über große Rabbiner, die kamen sehr, sehr näher, kurz vor eine Sünde zu machen und nur durch eine große Segen von oben haben sie diese Fehler nicht gemacht. Und die Geschichte, es gibt über einen Rabbiner, er heißt Rabbi Amram Hasida. Es war eine Gruppe von Räubern,
damals, vor 1700 Jahren, 1800 Jahren, war es normal, dass jeder, das konnte eine Gruppe von Räuber sein, die fahren durch eine Stadt, die nehmen ein paar Gefangene, also jüdische Mädchen, und sie später zu verkaufen als Sklaven und einfach so Geld machen. Wo war kein Polizei, mit wem sollst du sprechen? So, in der Stadt von Rabbi Amram Chasida kam auf dem Markt eine Gruppe von Räubers und die hatten ein paar gefangene jüdische Mädchen. Sie wollten sie verkaufen als Sklaven. Die Gemeinde war sehr, sehr schockiert und die haben Geld organisiert und hat man sie gekauft. Einfach, sie sollen kein Sklaven sein. Und dann haben sie gedacht, ja, okay, jetzt, wo werden sie jetzt übernachten? Wir sind junge Damen, wir kennen unsere Gemeindemitglieder, also wir können nicht verlassen auf sie, also wo können wir ein schönes Gebäude finden, dass niemand wird mit sie einen Fehler machen. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben doch eine große Rabbine, Rabbi Amram Chasida. Und er war sehr eine große Rabbine, ein sehr moralischer Mensch. Und sie haben bekommen die zweite Etage. Und zu vermeiden nochmal, dass Menschen sollen keinen Fehler machen, dann hat man die Leiter, es war eine Leiter, zu der zweiten Etage zu kommen. Durch den konnte man die zweite Etage erreichen. Diese Leiter, man muss ein paar Menschen, die sollen genug Kraft haben, diese Leiter zu verschoben. Also sie haben die Leiter auf der Seite hingelegt. Dann niemand kann oben kommen und wird kein Fehler sein und Schlusswert. Okay. Eine Nacht, so erzählt der Talmud, also der Talmud erzählt es. Es war eine Nacht, dass eine junge Dame, es war für ihre Mütter eine sehr hübsche Dame, sie war auf der zweiten Etage und kam Licht auf ihr Gesicht. Und der große Rabbiner, Rabbi Amram, wollte mit sie eine Sünde machen. Denn er allein hat die Kraft gefunden und er hat die Leiter zu verschieben, braucht ein paar Menschen. Aber wenn jemand hat Kraft vor einer Sünde, da findet er Kräfte. Und da hat er den Leiter zur zweiten Etage gebracht. Und er hat angefangen zu kletten auf dem Leiter. Auf dem Weg oben hat der Moschee bei ihm aufgewacht. Sagt, hallo, was machst du da? Der Paro ist stärker, was machst du da? Dann kam in den Streit. Hochgehen, ja oder nicht? Wie gesagt, der Gehirn kämpft mit dem Herz. Der Herr sagt ja, der Verstand sagt nein. Du bist ein Rabbiner, du hast eine Frau, was machst du da? Und der Talmud sagt, er klettert oben und er geht runter, oben. Bis kurz vor Ende von dem Leiter hat er angefangen zu schreien, Feuer, Feuer, in dem Haus von Rabbi Amram. Das bedeutet, das war ein Zeichen für die alle Menschen, dass jeder eine, wenn bei jemandem kommt Feuer, dann sagt man laut Feuer, Feuer, und alle Nachbarn kommen zu helfen mit Heimer, mit viel Wasser. So hat er Feuer, Feuer laut gesagt, und dann kamen seine Schüler mit Heimer, mit Wasser zu löschen dem Feuer. Und die kamen und sie haben gesehen, dass er überhaupt steht, es gibt keine Feuer. Und er steht in die Mitte von einer Leiter, kurz vor oben. Und sie haben verstanden, das gibt kein Feuer, es gibt ein Feuer bei dem Herz von der Rabbiner. So, die Schüler haben der Rabbi gesagt, hallo Rabbi, du hast jetzt eine Schande organisiert für uns, das ist unser Rabbiner. So, der Rabbiner sagt einen sehr schönen Satz. Liebe besser, sollen sie eine Schande haben von mir in dieser Welt, statt in der zweiten Welt. Bedeutet, wenn ich mit einer Sünde mache, dann werden sie beleidigt oben im Garten Eden. Und jetzt, es ist eine sehr bewegende Geschichte. Ja, aber schauen Sie die Details von der Geschichte. Rabbi Amram hat doch auf dem Leiter geblieben. Er hat die Kräfte nicht gefunden, bei sich selbst nach unten zu gehen. Er steht zwischen die Erde und den Himmel und er hat nur Kraft gefunden,
zu schreien, Feuer, Feuer. Einfach die Umgebung zu aufwecken und die sollen versuchen, ihn selbst zu retten von sich selbst. Bedeutet, er war nicht einverstanden mit dem, keinen Fehler zu machen. Doch, sein Herz hat ihm gesagt, doch, machen Sie diese Fehler. Aber so kann man eine Flucht von Ägypten organisieren. Nur wenn man gibt ein Geschrei, Feuer, Feuer in dem Haus von Rabbi Amram Chassida, bitte, also Menschen von meiner Umgebung, helfen Sie mir, ich kann nicht selbst allein sich selbst retten. Ich brauche Ihre Hilfe. Und da konnte er sich. Das bedeutet, der Mensch muss wissen, es gibt Momente, du kannst nicht warten, dass bis dein Herz wird in eine Harmonie leben mit deinem Kopf. Du musst einfach eine Flucht machen. Und das ist genau, was wir haben jetzt drei Tage, was Moshe sagte zum Paro. Wenn du bist in einem schlechten Zustand und du weißt, dass du bist in einem schlechten Zustand, du sollst nie warten, bis dein Herz wird einverstanden. Machen Sie jetzt eine Flucht vor drei Tagen. Stillen Sie drei Tage und machen Sie gute Taten in diese drei Tage. Problem von wir Menschen, wir alle, Männer und Frauen, wir möchten Perfektionisten sein. Immer alles muss perfekt sein. Oder alles perfekt oder null. Oder ich werde eine Tzaddik, 100% ein guter Mensch, oder eine schlechte. Aber irgendwo in die Mitte, was bringt das? Ist nichts. Sagt der Tora, nein. Der Zugang, dein Zugang zum Glauben muss umgekehrt. Einfach verlassen Sie, was Sie haben gestern getan. Und auch denken Sie nicht auch, was wird morgen sein. Bitte stehen Sie auf von Ihrem Bett und machen Sie etwas, eine gute Tat. Ja? Und in die Teile von deinem Körper sollst du mehr konzentrieren mit den Sachen, mit deiner Persönlichkeit, dass du kannst sie kontrollieren. Bedeutet, es gibt Teile in deinem Körper, du normalerweise hast du keine Kontrolle über sie. Lass sie in die Ruhe im Moment auf der Seite. Versuchst sie nicht sie zu besiegen, im Moment bist du nicht in der Lage. Der erste Rabbi von Chabad erklärt in Tanja, dass die Persönlichkeit von jeder Mensch und Frau ist von zwei Teilen gebaut. Es gibt die innere Kräfte und die äußerliche Kräfte. Du, normal, also meisten von den Menschen haben kein Kontroll über die innere Kräfte. Was bedeutet die innere Kräfte? Über meine Leidenschaft. Ich sehe eine gute Essen, die unkoscher ist, schmeckt gut. Das zu besiegen, ist sehr, sehr schwer. Weil diese Leidenschaft ist sehr, sehr tief in deiner Seele. Du siehst etwas, eine schöne Sünde zu machen. Die Leidenschaft zu dem, meistens von den Fällen kannst du das nicht besiegen. Aber was doch hast du eine Kontrolle, was doch kannst du besiegen, ist über die äußerliche Kräfte. Was bedeutet Gedanken, Mund und Taten? Bedeutet denken über die Sache, sprechen über die Sache und technisch diese Sünde zu machen. Die drei Sachen kannst du doch kontrollieren und das kannst du doch besiegen. Nochmal, wie ich ein paar Mal erklärt, wenn du läufst auf die Straße und du siehst etwas, Männer und Frauen, und fangen an, Gedanken zu laufen bei dir, die ersten Gedanken kannst du nicht besiegen, weil der Mensch ist ein Mensch. Die Frage ist, was ist deine zweite Gedanke, die kommen? Du kannst sofort ablenken und anfangen zu denken über andere positive Sachen. Ich habe ein paar Beispiele euch gegeben, wenn sie sind in der Internet. Ich glaube, heute gibt es schon Antivirusprogramme, aber vor 20 Jahren
Sie könnten in Internet kommen und da plötzlich kommen Werbungen. Jetzt, die Werbungen kommen, oh, falsche Sache. Die Werbungen kommen, ohne dass sie haben etwas getan. Jetzt ist die Frage, was machst du? Klickst du und machst du zu diese Fenster oder klickst du und du gehst rein? Das bedeutet, die innere Kräfte ist sehr, sehr schwer zu besiegen. Und du wirst diesen Krieg haben bis ihre letzte Tag. Verzeihen Sie mir, dass ich gebe euch. So ist das und wir dürfen nicht naiv sein. So bedeutet, du sollst nicht naiv sein, du sollst auch keine Depression bekommen, wenn bei dir dann schlechte Gedanken kommen und da wirst du sagen, ja weißt du, jemand kam zu mir und sagte, Robin Mendelssohn, ich bin in Depression. Warum, sag ich? Sagt er mir, weil ich habe schlechte Gedanken, ich möchte immer schlechte Sünde zu machen, sage ich, hallo, das ist in Ordnung. Sagt er, was bedeutet, das ist in Ordnung? Wie kann das bei mir schlechte Gedanken kommen? Bei dir, Rabbiner Mendelssohn, du hast keine schlechten Gedanken. Habe ich mir gesagt, hallo, du kannst mir nicht persönlich, also vielleicht, du kannst mir persönlich, aber du kannst nicht meine Gedanken persönlich. Gedanken können kommen, weil du hast diese schlechte Seite nicht besiegt und es ist fast unmöglich, das zu besiegen. Was doch hast du Kontrolle und das fordere ich von mich selbst und ich fordere von sie selbst, die nächste Gedanken, also du fängst an zu denken über schlechte Sachen, okay, das ist in Ordnung, jetzt, was denkst du die zweite Sekunde danach? Was sprichst du? Was machst du? Das kannst du besiegen. Und ich glaube, das ist genau die Botschaft von diesen 3 Tagen. Nehmen Sie die 3 Tage. Die 3 Tage, was du kannst doch kontrollieren. Du kannst, also bedeutet, du kannst sie doch unter Kontrolle bringen und machen Sie eine Flucht. Fangen Sie an mit einer guten Tat. 1. Machen Sie, sprechen Sie gut und denken Sie gute Sachen. Es ist richtig, dass die innere Teil von dir, dein Verstand oder deine Gefühle sind noch nicht in die Harmonie. Der Paar ist doch sehr, sehr stark. Aber kann doch sein, dass mit der Zeit, wenn du wirst viele gute Taten machen, langsam, langsam wirst du deine Gefühle ändern. Ja, aber du musst dies, und das ist genau die Idee von die 3 Tage. Du musst, und das ist nicht nur von mehr als 3000 Jahre. Moshe hat Paro gesagt, bitte lassen Sie uns vor 3 Tagen rausgehen. Und das ist für uns, weil du kannst nicht verlangen, eine Harmonie, einfach echte freie Mensch sein in einmal. Das geht nicht. Das einfach geht nicht. Machen Sie eine Flucht vor 3 Tagen und warten Sie nicht, bis die andere Teil wird einverstanden sein. Ich habe so ein sehr schönes Beispiel zu dem, also nicht Beispiel, eine Geschichte gehört von einer Kollegin von mir, der schon, glaube mehr als 10, 15 Jahre gestorben war, Rabbiner Gutnik, der lebte in Australien, der war eine militärische Rabbiner. Hat man ihm auch so unoffiziell genannt, die Oberrabbiner von Australien. Es gibt keine Oberrabbiner, aber so hat man ihn genannt. Er konnte sehr gut sprechen, war sehr, sehr charismatisch. Und einmal, er kam zu seinem Rabbi, Rabbiner Schneerson, in New York. Und er hat ihm gesagt, Rabbi, ich habe ein schlechtes Gefühl und ich möchte das mit dir mitteilen und ich brauche deinen Rat. Sagt ihm der Rabbi, was? Sagt ihm so, Rabbi, du weißt, ich bin ein Rabbiner und ich spreche sehr, sehr gut. Viele Menschen laden mich an zu Vorträgen. Aber es gibt keine Ergebnis von dem. Am Ende von meinem Vortrag oder am Ende von meiner Rede, alle kommen zu mir und sagen, Ruhe, Rabbiner Gutnik, du sprichst so schön. Deine Witze sind perfekt und alles schön. Die Beispiele, die Tora-Erklärung. Aber dann gehe ich nach Hause und Schluss. Also es gibt nichts von dem. Warum soll ich sprechen? Und der Rabbi sagte ihm, dass im Judentum, in jüdischer Theologie ist bekannt, dass wenn Sachen kommen raus von Herz, wenn ich spreche und ich spreche mit meinem Herz, nicht nur mit meinem Mund, wenn ich spreche mit meinem Herz, dann 100% ich werde dem Herz von der anderen erreichen. Es bedeutet, wenn sie hören mir,
und ich habe euer Herz nicht erreicht, bedeutet, dass es nicht von meinem Herz, dass es nicht von meinem Herz rausgekommen. Ich versuche doch. So, der Rabbi sagte so. Der Rabbi sagte, Rabbiner Gutnik so. Bei uns ist bekannt, dass wenn Rede kommen von deinem Herz, da wirst du die Herz von der anderen erreichen. Davor der Rabbi hat ihm empfohlen, wenn sie möchten eine technische Ergebnis sehen, dass Menschen ändern ihr Leben, dann sprechen sie erst mit großer Begeisterung und mit Ehrlichkeit. Menschen, die hören, reden erst, die wissen, ob er spricht das nur, weil er muss jetzt dreiviertel Stunde sprechen oder eine Stunde sprechen, oder er spricht, weil er glaubt in dem Text, was er spricht. Und Rabbi sagt ihm, aber wenn sie möchten, ein Ergebnis haben am Ende, dann am Ende von jedem Vortrag sollst du eine Idee geben von Menschen, die sollen das in Realität bringen. Das bedeutet, auch wenn wir haben 613 Gebote, dann sollst du nicht am Ende von deiner Rede sprechen, sollen wir alle die 613 Gebote erfüllen. Nehmen Sie eine Mitzwa oder ein kleiner Teil von einem Mitzwa, von einem Gebot, und einfach erklären Sie die Menschen, die sollen das erfüllen. Egal, ob das ist vielleicht nichts zu vergleichen zu dem großen Vortrag, was du hast jetzt gerade gesprochen. Der Rabbiner Gutnik kam zurück nach Australien und der nächste Schabbat, der nächste Wochenende, es war eine große Veranstaltung in seiner Gemeinde. So, die Synagoge war voll mit Hunderten von Menschen, die normalerweise nur am Yom Kippur zur Synagoge kamen. Aber diesen Schabbat kamen sie, ich weiß nicht, ob es war eine Hochzeit oder eine Bar Mitzwa. Und Rabbiner Gutnik hat sehr viel gesprochen über Schabbat. Wie Schabbat ist besonders, was bringt Schabbat zu ihrem Leben und so weiter. Und am Ende von seinem Vortrag sagte er die Menschen, vielleicht denken sie, ja, was kann ich von dieser großen Rede, von diesem großen Vortrag mitnehmen nach Hause? Meisten von euch achten nicht auf den Schabbat, klar? Dann werde ich euch eine Idee geben, was ich glaube, dass auch ihre Kardiolog wird einverstanden sein. Rauchen Sie keine Zigaretten am Schabbat. Ganze Woche dürfen Sie Zigaretten rauchen, aber am Schabbat machen Sie eine Pause. Auch wenn Sie zum Synagogen nicht kommen am Schabbat und Sie gehen zu Ihrem Büro zu arbeiten, aber machen Sie ohne eine Zigarette. Und ich glaube, Ihre Kardiologe wird auch einverstanden. Schabbat danach. In der Mitte von dem Gebet, plötzlich kam jemand, kam drin in die Synagoge, ein Mensch. Er ist ein Mensch, der hat überlebt den Zweiten Weltkrieg. Und weil er hat den Zweiten Weltkrieg erlebt, hat er aufgehört, die Gebote zu achten. Sehr, sehr schwer, die Menschen, die Sorte von Menschen zu beurteilen. Also ich sage immer, Menschen, die haben den Zweiten Weltkrieg erlebt und die haben aufgehört, die Gebote zu achten, ich habe nicht das Recht, überhaupt sie zu beurteilen. Weil sie haben erlebt, Sachen, was man kann nicht vorstellen. So, sie haben ihre eigene Diskussion mit Gott. Es ist nicht meine Aufgabe zu beurteilen. Die Menschen, die haben den Zweiten Weltkrieg erlebt und trotzdem haben sie gläubig geblieben, die sind etwas Besonderes. Aber die, was haben die Glauben verlassen, ich kann sie vielleicht gut verstehen. Auf jeden Fall, ich will nicht jetzt über den sprechen. Auf jeden Fall, dieser Mensch hat die Religion verlässt und er war nur der Mensch kam, also er kam am diesen Schabbat und Schabbat danach, nach ein paar Wochenende, Rabbiner Gutnik wendet an ihm und sagte ihm, wow, ich muss dir sagen wir so, dass er heißt Moses. Ich bin Moses, ich bin sehr, sehr froh, dir zu sehen, jede Schabbat da. Aber ehrlich zu sagen,
was hat dir bewegt, jetzt unsere Synagoge jeden Schabbat zu besuchen? So, der Mann hat ihm gesagt, Rabbiner, vielleicht kannst du dich erinnern, aber ich war am dem Schabbat vor ein paar Monaten, denn du hast gesprochen über die Schabbat, die Ruhe am Wochenende, und am Ende kamst du mit dem Bitte, dem Wunsch, sollen wir nicht rauchen am Schabbat. Schabbat danach, am Wochenende danach, habe ich, so wie immer, zu meinem Büro hingegangen. Und die erste Sache, was habe ich getan, ist einfach eine Zigarette genommen und ich wollte das anzünden. Und dann plötzlich kam bei mir im Kopf diese Gedanken, ein Moment, unsere liebe Rabbiner hat doch uns gefragt letzte Woche, sollen wir nicht rauchen am Schabbat? Nicht so kompliziert. Und auch der Kardiolog wird einverstanden sein. So habe ich nicht geraucht. Aber ich habe gebraucht etwas in meinem Mund. Ja, wissen Sie, das ist eine technische Sache, man braucht. Da habe ich gesagt, weißt du was, wenn sowieso du sie rauchen nicht und heute ist Schabbat, da gehst du in die Synagoge, triffst du mit Menschen, sprichst du mit sie. Sowieso kannst du nicht arbeiten. Also, weil du hast keine Lust, weil du hast kein Zigarett geraucht. Und ich kam zur Synagoge, das war die Shabbat, was du hast mir gesehen, die ich habe inmitten vom Tibet gekommen. Und es war sehr, sehr schön. Die Atmosphäre war gut. Dann habe ich gesagt, ich komme nächste Shabbat. Und nächste Shabbat. Und so ist das. Und dann hat er gesagt, vielleicht der Rabbiner, vielleicht wird ein Tag kommen und ich werde vielleicht auch Kiddush machen in die Synagoge. Und das ist genau, was wir müssen machen. Ist einfach eine Flucht vor drei Tage, genau wie Moschee mit Paro. Nicht fordern, dass eine Harmonie bei uns sein und alle Teile von unserem Körper werden einverstanden. Und nun, dass alle Teile von Körper werden einverstanden, Ägypten, also diese geistliche Ägypten zu verlassen, zu können. Machen Sie das nicht. Das kann nicht sein in einmal. Nehmen Sie eine Entscheidung, vor drei Tagen, das bedeutet drei gute Sachen, gute Gedanken, gute Taten und Sprechen. Und mit dem kannst du später der Power besiegen. Aber du musst anfangen so, nicht warten. Und das ist die schönste Erklärung, außer die erste Erklärung, was wir am Anfang gesagt haben. Das Moschee hat von Power gefordert nur drei Tage, weil Paro in seinem geistigen Zustand konnte er nur drei Tage geben. Und Gott fordert nicht von jemand eine Sache, was kann er nicht erfüllen. So, wir haben zwei Erklärungen. Warum Moshe hat von Paro gefordert drei Tage und er hat von ihm nicht gefordert, einfach vor ewig Ägypten zu verlassen zu können. Erst, weil das waren nicht Leute die geistliche Stufe von Paro. Und Gott fordert nicht. Wie gesagt, wenn Gott fordert nicht von dir, etwas zu erfüllen, wenn du hast keine Kräfte von ihm. Paro konnte nur drei Tage erlauben, davor Gott hat von ihm gefordert drei Tage. Zum Schluss wollte er auch keine drei Tage geben, aber drei Tage konnte er doch. Das ist ein Hinweis für uns, dass wenn du hast eine Herausforderung in deinem Leben, du sollst nie sagen, ich kann das nicht bestehen. Doch, du kannst es bestehen. Die Kräfte sind da bei dir. Du musst es rausnehmen. Und die zweite Erklärung ist, dass drei Tage bedeutet, du musst, wenn sie möchten, ihre geistliche Ägypten verlassen. Ägypten, man sagt so immer in Chassidut, in Kabbalah, man sagt, dass die Mauer von Ägypten ist unsere Hals. Was bedeutet? Hier, also der Mensch hier versteht alles, ja? Er kann, viele von euch können Mendelssohn erklären, besser als was ich erkläre, ja? Das Problem ist hier, dass der Herz möchte etwas anders. Und es gibt, Kabbalah sagt, es gibt eine Mauer und das ist unser Hals, der macht eine Trennung zwischen hier und hier. Und wir mussten diese Mauer zerstören und einfach Ägypten verlassen. Jetzt, wenn du wirst warten, bis alle Teile werden einverstanden sein, das wird nicht, das ist unmöglich.
Du musst erst eine Flucht machen. Vor 3 Tagen. Und danach, wenn du schaffst das, da kannst du langsam, langsam alle anderen Teile vom Körper erreichen. Aber so, genau, mit dem Herz, der Herz ist mehr unsere Gefühle, wo man nennt das immer. Und hier ist etwas anders. Man erzählt über einen großen Philosophen. Das eine von seinen Schülern hat ihn gesehen, dass er macht etwas sehr, sehr unmoralisch ist. Einer von den griechischen Philosophen. Der Schüler hat ihn gefragt, hallo, du hast uns doch heute Morgen erklärt etwas anders. Hat er gesagt, jetzt bin ich nicht der von der Kathedrale. Das bedeutet, es gibt, was ich weiß, hier und es gibt, was hier läuft. Und das ist die Mauer, was viele, wir haben das, Männer und Frauen. Das ist nicht eine, wenn jemand hat, wie gesagt, du sollst nie in Depression reinkommen. Wie kann das sein, dass ich habe schlechte Gedanken? Es ist in Ordnung. Es gibt bei dir, wie der Tanja erklärt, bei dir gibt es 2 Kräfte, die streiten eine miteinander die ganze Zeit. Es gibt ja Paro und das Schlechte und der Moschee, wie nennen wir Moschee, und die kämpfen. Und dieser Kampf, dieser Krieg wird dir immer begleiten bis ihre letzte Tag. Eine Zadik zu sein ist sehr, sehr, sehr schwer. Und Gott, und ich will nicht jetzt über dem sprechen, das braucht eine lange Stunde, Gott möchte doch diesen Kampf sollen wir haben und Gott möchte, sollen wir der Paro immer besiegen. Also Gott möchte nicht, dass alle sollen Zadik, weil das, wir müssen eine große Stunde über dem sprechen. Gott braucht nicht, alle sollen Zadik sein. Gott möchte, sollen wir immer kämpfen. Und das ist okay. Die Frage ist, was machst du? Du kannst deine Gedanken kannst du kontrollieren. Was kommt raus von deinem Mund, kannst du doch kontrollieren. Was du machst technisch, kannst du doch auch kontrollieren. Die Frage, also, die Gedanken, also, was in deinem Herz läuft, nicht immer kannst du kontrollieren. Aber die Frage, was machst du danach? Ob sie bleiben mit den schlechten Gedanken, ja oder nein? Und das müssen wir rausnehmen vor Pessach. Versuchen sie nicht, Ägypten zu verlassen in einmal. Das geht nicht. Versuchen sie in 3 Tagen. Moschee, unser Prophet hat das nicht von Paro gefordert, vor mehr als 3000 Jahren. Und sie sollen das auch nicht fordern von sich selbst. Bleiben Sie gesund. Ich wünsche euch, dass die Vorbereitung zu Pessach, was Sie machen, ich glaube, jeder eine zu Hause, soll einfach sein. Das ist eine große Herausforderung, die was achten auf die koscheren Gesetze vor Pessach. Aber nochmal, weil Gott hat uns das gegeben, bedeutet, dass wir können das bestehen. Und wir machen jetzt eine Pause. Und wir treffen nur nach Pessach. Das bedeutet, ich glaube, das ist 28. April, ist ein Mittwoch. Versuchen wir damals zusammen zu treffen. Nochmal. Und nochmal danke an euch alle. Danke für Ihr Vertrauen an mich. Auf die Tora-Erklärungen, die ich an euch weitergebe. Danke auch für die alle, was geben die Möglichkeit, dass unsere Gemeinde soll weiter existieren können mit Unterstützung. Jeder eine Leute, die Möglichkeit, was Gott hat ihm gesegnet mit materiellischen Sachen. Ich schätze das sehr. Und bleiben Sie gesund und Chag Pesach Kasher Sameach an euch alle. Nicht vergessen, am Freitagabend ist sehr, sehr wichtig, nächste Woche mindestens 1 Matzah zu essen und 4 Becher Wein zu trinken. Bleiben Sie gesund. Und wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie.